So, beim letzten Mal hatten wir hier diesen Verletzten hier gefunden in der Gruft. Und den werden wir jetzt mal heilen. Und zwar mit dem Sekundenpflaster, das ich extra dafür aufgehoben habe. Wir brauchen für indianischer Schamane. Und da lebt er wieder. Mann, du hast mir das Leben gerettet. Chrom-Koyote heiße ich. Ich bin Schamane. Du bist bestimmt auch einer, oder? Nur ein Schamane könnte mich nach den Geistern rufen hören. Hier, ein kleines Andenken für dich. Nimm diesen Zauberfetisch. Okay. Fragen wir ihn erstmal nach dem Zauberfetisch. Ich sehe, dass du es in der Zukunft brauchen wirst. Doch wer es sucht, ist ein Träger der Unwahrheit. Okay. Fragen wir ihn mal nach Schamane. Wenn du ein guter Schamane bist, lebst du in Harmonie mit der Erde. Sie gibt dir Kraft für deine Magie. Okay. Vielleicht weiß der was über den Hund. Dein Totem ruft dich. Erfülle seine Wünsche, dann wird es dir gute Dienste leisten. Okay. Aber auch nicht wirklich so informativ. Weiß der sonst noch irgendwas? Die Macht ruft. Geh zu ihm. Okay. Und weg ist er. Ja, und er hat uns jetzt diesen Zauberfetisch gegeben. Ups, nicht Magie. Gegenstände. In das Amulett ist eine Fledermaus eingraviert. Okay. Na gut, dann hauen wir erstmal ab hier. Töten noch ein paar Ghule. Hier müssen wir nämlich noch ein Item kriegen. Von Ghul. Ja, super, ey. Egal, wir verpissen uns. Ah! Mal weg hier. Okay. Wie gesagt, ich brauche ja noch ein Item von den Jungs. Ach, Mensch, ey, Skinners, ey. Schießt ja wieder, ey. Wie die letzte Lusche. Na los, jetzt töte den. Danke. Und da ist was liegen geblieben. Genau das wollten wir haben. Ein Ghoul-Knochen. So. Untersuchen wir den mal. Ein Knochen der lebenden Toten. Okay. Wie immer sehr informativ. Kopfcomputer und Datenknacker. Naja, komm, ein bisschen machen wir noch. Okay, der hat kein Karma gegeben. Ja, normal sind die relativ easy, aber wenn es gerade nicht klappt, dann ja ein Packen und man gerade immer daneben schießt, dann geht's natürlich nicht. Na super, ey. Er hat natürlich wieder die übelste Health. Na komm, einer noch. Gib mir noch ein Karma. Okay. Wie viel Karma haben wir denn jetzt? Zwei müssten wir haben, oder? Drei Karma! Ja, da müssten wir doch im Prinzip... Ja, dann geben wir mal eine auf Körper drauf. Dann gehen wir nochmal kurz ins Bettchen. Oder gehen wir gleich in Wasteland Club. Ja, egal. Wer ballert denn jetzt schon wieder hier? Eine aus der Mülltonne! Feige Sau. Naja, wenigstens gibt da Kohle. So. Nicht in Wastelands Club, in Cage Club. Der ist nämlich hier. Und ein fetter Türsteher. Hi. 7 Fuß hoch und 4 Fuß breit. Ja. Hey, kein Zutritt und eine offizielle Eintrittskarte. Haben wir doch. Gegenstände. Wo sind sie denn? Wieder ganz unten natürlich. Da. Geben. Bulliger Rauschmeißer. Okay, Kumpel, geh rein. So schnell kann's gehen.
Schon sind wir im Club drin. So. Gar nicht mal so klein. Sehr verehrte Damen und Herren. Maria Mercurial. Ja, und hier ist nämlich auch das Konzert. So. Eine Menge Leute hier. Ich war zuerst hier. Ich sitze immer hier. Du kannst mich nicht vertreiben. Ja. Godman. Ich weiß von nichts. Auf die Art bleib ich am Leben. Feige Sau. Vielleicht weiß der Bescheid. Hi, was darf sein? Die Arbeit hier im Cage hat mein Gehör nicht gerade gut getan. Was wolltest du? Godman. Mr. Godman hat heute Abend schon also einiges auf der Rechnung stehen. Ich glaube, er wartet auf jemanden, okay? Fragen wir die Kellnerin mal. Was darf sein, Schätzchen? Godman. Er ist drüben in der Nähe der Band, wie üblich alleine. Gucken wir mal. Er da wohl im Anzug. Aber ich quatsch nochmal die anderen hier an. Beschäftigter Mann. Womit denn beschäftigt? Mit Saufen oder was? Okay, den können wir gar nicht anlabern. Einsames Mädel. Hi, Baby. Okay, die will nicht. Was ist das hier für ein Kollege? Ein harter Typ. Hey, Steckerknopf. Ja, du, komm her, ich muss mit dir reden. Steckerknopf, was ist das denn für eine geile Beleidigung? Hast du Ahnung von Ghoul-Bekämpfung? Klar. Krieg ihn überall auf dem Friedhof rum. Du kannst hier rufen hören, wenn du nachts daran vorbeigehst. So ein harter Typ, den ich mal getroffen habe, meint, zum richtigen Preis könnte er sie erledigen. Okay. Und was will er uns damit jetzt sagen? Bring your love back to me, baby! Da ist Maria. Da können wir auch nichts machen. Gut gekleidet. Hey, Baby! Hi, starke Musik findest du nicht auch? Ich komme dir bekannt vor? Was ist das für eine Masche, Schleimer? Ja, ja. Tanzender Hippie. Ja, sieht ja auch geil aus. Das sind die Finger von meinem Mädel, ist das klar? Bist du mir drohen, du Sackgesicht? Okay. Gehen wir mal zu Gladman. Verdächtige Gestalt. Jake, du lebst! Du bist verrückt, Kumpel. Nimm diese Waffe, du wirst sie brauchen. Du hast Technik im Kopf, hinter der andere her sind. Das Gerücht geht um, dass jemand dich lieber tot sehen würde. Okay. Der kennt uns. Geh jetzt, meine Männer verstecken dich, kostenlos. Gladman ist dir was schuldig. Ich bring alles in Ordnung. Wir verstecken dich, sicher. Du kannst dich drauf verlassen. Okay. Weiß der sonst noch irgendwas? Du brauchst dich nicht zu bedanken, Junge. Jetzt geh schnell. Ja gut, dann... los. Wir traben davon mit zwei Gestalten. Wo bringst du mich hin? Warum musstest du mir die Augen verbinden? Keine Sorge, wir passen schon auf dich auf. Wo führen die uns wohin? Es ist zwar kein 5-Sterne-Hotel, aber es wird dir gefallen. Naja, sehen wir mal, ob uns das gefallen wird oder nicht. Wo sind wir denn hier? Ein Bettchen, da können wir erstmal Energie auffrischen und Karma einsetzen. Und zwar hauen wir erstmal 3 auf Körper. So. Und schon haben wir ein bisschen mehr Health. Die nächsten Karma-Punkte gehen dann wieder auf Schusswaffe. Die Kraft müssen wir auch mal ein bisschen machen, damit wir die späteren Waffen tragen können. Ja, wie es aussieht, sind wir hier auf dem Schrottplatz. Ja, und warum wir hier sind und was die hier alle machen, zeige ich euch beim nächsten Mal. Bis dann!